Jedes Jahr fahren die Zwickauer einmal nach Frankreich. Die französischen Jugendlichen wiederum kommen einmal im Jahr in die Schumannstadt. In dieser Woche war es wieder soweit. Am Donnerstag empfing die Oberbürgermeisterin die Mädchen und Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren im Rathaus. In der Jakobskapelle erzählte Pia Findeis etwas über die Geschichte der Stadt, über bekannte Bauwerke, über Martin Luther und August Horch. Außerdem konnten die Jugendlichen noch ein paar aktuellere Informationen über Zwickau bekommen. Noch bis kommenden Mittwoch ist die französische Delegation in Zwickau zu Gast. In dieser Zeit wollen sie unter anderem noch die Nikolaischule und eine Behindertenwerkstatt besichtigen, sowie einen Abstecher nach Dresden machen. Als Erinnerung an ihren diesjährigen Aufenthalt in Zwickau bekamen die Mädchen und Jungen den Schwan Robert und den berühmten Planitzer Spaßvogel geschenkt. Seit 1999 gibt es einen Schüleraustausch zwischen dem Peter-Breuer-Gymnasium und der Partnerschule aus Charny.